Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Crusader Kings 2 hier mit dem Herzog von Bayern, dem Joel, dem Kühnen. So schaut's aus. Und das Königreich Lothringen wurde erstellt. Die Königin Osterhild war so frei. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Ja, da schau an. Fleißig. Ziemlich groß die Kiste. Moment, Königreich. Ne, das sind die Jure-Königreiche, ne? Genau, also hier sieht man das de jure Königreich Lothringen und man sieht auch hier diese Umrandung, was ihr momentan de facto quasi davon gehört. Naja, hier sieht man es vielleicht besser, genau. Also so, man merkt, das Königreich ist deutlich größer, als ja eigentlich ihr zustehen würde, de jure mäßig, aber na gut. Ja, wir haben den kühnen Plan, dass wir uns um die Kaiserkrone bemühen. Der Schwager, der Hans, der Weise, der König von Böhmen derzeit, ne, der zwar auch ambitioniert ist, aber nur zwei Stimmen hat. Ne, wir haben zwei Unterstützer auf unsere Seite gezogen. Ja, und Beihilfe der einen oder anderen Münze zugegeben. Aber das spielt ja keine Rolle. Da fragt am Ende niemand mehr. Wichtig ist bloß, dass der Kaiser Amadeus möglichst bald umfällt. Das wäre sehr wichtig. So, was ist jetzt los? Ein unbekannter Untertan hat mich um Gerechtigkeit gebeten. Seine Tochter wurde angeblich von Marschall Gerhard geschlagen, während er ihr Gast war. Jetzt verlangt der Vater eine Entschädigung. Mensch, Gerhard, was machst du denn? Wieso verprügelst du die armen Mädels? Hm? Naja. Er ist ein religiöser Eiferer, ein Flügelstürmer. Den könnte ich beim Newstar Manager. Ja gut, lass mal das. Brillanter Stratege, tapfer, zornig ist er, das mag der Grund sein. Und gefräßig ist er auch. Ah je, was machen wir denn jetzt? Muss er eine Strafe zahlen? Wieso muss ich die Strafe zahlen für den Marschall Gerhard? Das ist ja blöd. Wir schmeißen den Marschall in den Kerker, das ist nicht gut, glaube ich. Aber wir gerecht und so. Oder wir sagen, nein, die Tochter lügt, unser Marschall macht es nicht. Lokale Revolte plus 1,5, ja, unser Marschall, nein, der macht es nicht. Genau, Korruption. Ja, mei. Oh, wir haben einen neuen Bischof. Wir gleich mal gucken hier. Mag der uns auch? Ja, sieht gut aus bis jetzt, ne? Doch. Alle bezahlen ihren kleinen Obolus an uns. Das ist sehr, sehr schön, das sehen wir sehr gerne. Ja, mit 66 Jahren da. Fängt beim einen das Leben an, beim anderen nicht. Beim anderen hört es auf, ne? So, ja, was ist jetzt mit dem Kaiser hier? Das ist nicht euer Ernst, oder? Die Henrike, einen Sohn. Gauzelin. Aber jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird es gefährlich, Freunde. Jetzt haben wir nämlich unter Umständen dann wegen der Erbteilung hier schon mal ein kleines Problemchen dann, gell? Den bilden wir aus und der wird auch von uns ausgebildet. Nein, nicht die Jutta, das machen wir selber, verstehst du? Hier, der Joel himself macht es. So, also momentan würde die Henrike erben, die ist aber auch schon 31, hat zwei Söhne, das ist schon mal sehr von Vorteil. Das ist nicht schlecht. Einer davon ist der Graf, also wir sollten versuchen, möglichst mit dem Adolf zu spielen. Und den Gauzelin, den müssen wir dann irgendwie alternativ parken oder ja, wie man das halt dann so macht, gell. So. Was ist jetzt? Jesus, was ist jetzt wieder los? Irgendein hässlicher Krieg. Gegen Ungarn geht's. Jesus, warum denn? Reichsrömischer Krieg. Krieg, Anspruch auf was? Ja, was? Achso, was? Ja, das war mal. Da hatten wir mal den Anspruch, gell, aber irgendwie. Wir haben diesen Anspruch. Oh, wir haben ihn sogar noch. Aber wir haben nur einen schwachen Anspruch. Das heißt, wir werden da vermutlich nicht berücksichtigt werden. Ja, bla bla, genau, reichsrömischer Krieg. Also es wäre natürlich lustig, aber ich glaube nicht, dass wir da von, begünstigt sind. Na, hoffentlich führt er seine Truppen selber an. Das macht er sogar. Der Amadeus. Respekt. Ja gut, psoffen an der Front, das sehen wir natürlich sehr gerne, weil das bedeutet, vielleicht fällt er um. Da oben ist er. Amadeus. Also genau, das war was anderes. Aha.
Was unser Adolf ist ein Vielfraßer, das geht nicht. Essen und trinken halt Leib und Seele zusammen, genau, wird gefräßig. Ah, das ist, das wollen wir nicht. Ich sag, hör mit dem Blödsinn auf, hier wird nicht zu viel gefressen. 40%, dass er die Eigenschaft verliert, naja. Oder wir sagen, pass auf, du musst gemäßigt werden. Dann haben wir die Chance auf 50-50, ach du Schande, oder wir sagen, die gesegnete Jungfrau möge ihn retten. Ach Gott. 20%, ja 20% ist ja gar nichts. Komm, wir machen 50-50. Und, was ist er jetzt? Na, das nicht. Was ist er? Gar nichts. Besessen ist er immer noch, verdammt. Was, mein Neffe Lothar bat mich um ein Lehen, wieso denn? Ist der bescheuert? Wieso willst du ein Lehen? Mit welcher Legitimation willst du ein Lehen? Da frag doch mal den hier. Den Hans? Du brauchst kein Lehen nicht. Weshalb willst du ein Lehen? Ich erwäge eine Karriere in der Kirche. Oh. He's not amused. Naja. Ja, der spinnt wohl. Also, hey, wo kommen wir denn da hin? Mein Gott. So. Okay, also hier kann ich nichts machen momentan. Macht nichts. Aber ich könnte hier Gesetze wieder ändern. Das ist eine sehr gute Idee, wie ich finde. Ja, ich wollte eigentlich da ein bisschen was verändern. Eine Stadtbesteuerung einführen. Haha, genau, da freuen sich alle. Er gibt mir Geld, ich bin für eine Stadtbesteuerung. Zack, schwupp. Auf geht's, Freunde. Macht das Staatshäkel voll, bitte. Gebt mir euer Geld. Jawohl, sehr schön. Oh, der Katualon. Der Katualon. Freunde, haltet Andacht. Der Katualon, unser Bruder, der Abt von Stams, ist im Alter von 60 Jahren von uns gegangen. Das ist bitter. Da ist er. Und unser Bruder Eskanor von Andex, der mit 8 Jahren auch schon verschieden ist. Ne? Das ist die einzige im Familienbunde. Also unsere Geschwister ist die Europa noch. Der 63-jährige Besen. Die Königin von Böhmen meine ich natürlich. Ja, mei. Der Katualon. Sapalot. Du warst uns ein treuer Bruder. So, gut. Genug getraut, wir brauchen einen neuen Hofspitzel. Da würde ich sagen, dann nehmen wir den hier, unseren Schwiegersohn. Zack, der freut sich bestimmt. Und der kriegt eine Aufgabe. So, bevor du jetzt noch auf dumme Ideen kommst und weitere Kinder produzierst mit unserer Tochter, lass mal dich lieber Technologie studieren. Und zwar in Konstantins Opel, genau. Hier unten bitte, danke. Sehr schön. So, was macht unser Geld? Mal kontrollieren hier. Kleine Kontrolletti machen. Ob wir da wieder irgendwelche Leute überreden müssen. Nein, es sieht gut aus. Sieht gut aus, okay. Wie sieht es jetzt da aus mit dem Geld eigentlich? Entschuldigung. Aha. Na, jetzt zahlen die anderen Burschen auch ein kleines Geld. Okay, schau mal hier. Jetzt zahlt nämlich der Bozener Kollege auch die Stadtsteuer. Das findet er nicht so lustig. Falsche Regierungsform. Ja, das kennen wir schon. Weiblicher Nachfolger findet auch nicht gut. Ist mir auch egal. Naja, die anderen Handlampen, die zahlen alle Geld, jawohl. Das finde ich gut. Wo ist der Passau-Kollege? Da. Da, der zahlt auch Geld. 2,3. Also da müsste doch eigentlich jetzt ein bisschen was gehen. 16,3, das dünkt mir wenig jetzt. Jetzt geht's nach oben. 17,6, genau. Das ist sehr anständig. So, warum ist jetzt der Kaiser immer noch nicht umgefallen? Da ist er doch, da ist er doch, in der Schlacht. Jetzt stirb endlich, jetzt fall um. Nein, die Luschen aus Ungarn lassen sich wegpeschen. Ich drehe am Rad, warum denn? Warum denn? Bist du verwundet? Nein. Tja, wie heißt es immer so schön? Kleine Kinder und die Psoffenen, die haben's Glück. Ja, super. Ganz toll. Ja, jetzt dübelt ihn weg, komm. Haut ihn weg.
Weg mit ihm, mit dem Amadeus. Nein, wieder verloren. Strengt euch halt einmal an. Ihr Luschen aus Ungarn. Na gut, fairerweise muss man dazu sagen, wenn da 40.000 Mann anrollen, dann hat der Spaß natürlich ein Loch, ein empfindliches. Aber das kann mir jetzt als Bayern, Mansbury da drüben, ne, als Bayer ist mir das herzlich egal. Was ist jetzt wieder? Nix als Ärger mit dem Adolf. Wobei, nahe macht seine Hausaufgabe, ist immer pünktlich. Ein Vorzeigeschüler. Sackelzement. Respekt. Ja gut, mei, bei dem Mentor keine Frage, gell. Fleißig ist er, jawohl, da drückt man drauf. Das finden wir gut. Menschenskinder. Ein fleißiger Besessener. Ja, das ist also, ne, das ist gut. Verwaltung, das braucht natürlich noch ein bisschen Geld, da muss noch ein bisschen was gehen. Aber das Besessen, Leute, das muss weg. Kann man das irgendwie, ne? Geht das irgendwie weg? Vielleicht? Nein? Nein, aber das, ne, der. Für 13? Ist der da schon mal nicht ganz verkehrt, wie ich finde. So, wo ist jetzt unser Kaiser? Da, jetzt komm, jetzt hau den halt weg. Was ist jetzt wieder? Die dummen Bauern in Ringsburg. Oh je, unser Marschall ist wieder verstümmelt. Na super, klasse. Unser Marschall. Ja, was ist jetzt passiert? Der Graf Johann ist tot, oder was? Der Franke? Nein, wieso? Nein, ist stimmt gar nicht. Was ist denn passiert? Seine Frau gestorben, auch nicht. Was ist denn jetzt da genau passiert? Verdammt, versteh's gar nicht. Das Bündnis wurde beendet, da keine Ehebande mehr. Was, keine Ehebande mehr? Ach, der jetzt, der ist umgefallen. Sie ist schon wieder schwanger, oder? Ich dreh durch. Na Quatsch, sie stillt noch. Okay, das ist gut. Ja, Moment mal, das war doch unser Kollege in Konstantinopel. Ja, der macht da Urlaub und dann fällt er um, oder was? Oh, das ist ja blöd. Okay, also, ja, jetzt kommt die Erklärung. Ja, das ist ja echt saublöd, Entschuldigung. Was machen wir denn jetzt? Jetzt stehen wir sauber da. Okay, dann versuchen wir irgendwas anderes. So. Hat da irgendjemand vielleicht Lust zu heiraten? Jemand, der was zu melden hat? Zu melden, genau. Sehr gut. Hat jemand was zu melden? Nein. Ach. Das ist ja... Was machen wir denn da? Sowas Blöds. Die sind alle schon vergeben, gell? Ja. Das ist echt ärgerlich. Na, den sicher nicht. Vergiss es. Der ist auch schon vergeben. Na, super, klasse. Der ist definitiv zu alt. Außerdem hat der auch schon, ne, Anhängsel und so. Okay, wie können wir denn unser Reich da erweitern eigentlich? Das wäre noch eine interessante Frage. Das ist der Erbe Nummer 1. Der würde erben. Okay, pass auf. Wenn wir dich heiraten lassen. Matrilinear. Mag er erst gar nicht. Okay, findet er doof. Altersunterschied. Was? Jetzt hören wir auf so. Ne? Auf dem alten Besen lernt man es fliegen. Oder wie war das bei Harry Potter? Ach, keine Ahnung. Sackelzement. So ein Pech. Das ist ja blöd. Okay, das wäre der zweite. Der ist natürlich wieder verheiratet. Oh, Leute. Na gut, vielleicht können wir da ja irgendwas drehen. Na, können wir nicht. Sehe gerade. Da geht nichts. Okay, Königreich Böhmen. Nein. Wir kommen beim Hochzeitssimulator, sage ich da bloß. Genau. Okay. Die sind alle viel zu jung, die Burschen. Die sind noch grün hinter den Ohren, genau. Da haben wir ein Königreich. Wer ist da? Der Prinz ist natürlich auch schon, gell? Auch schon vergeben. Okay, der ist zu jung, alle zu jung, alle zu jung. Okay. Ja, der Ösi. Wer hat da was zu melden?
Der Werner von Babenberg, was? Jesus, mein Gott, okay. Der ist wieder zu jung. Und ist auch schon vergeben. Es ist nicht so einfach, stelle ich fest. König von Polen? Ah. Wer hat da Ansprüche? Der hier. Der hat aber auch, der hat Lehen, ja, ja. Den kriegen wir nicht. Was mit dem hier? Der hat nichts. Okay, Moment mal. Wenn ich den zu uns hole, ich versuch's einfach mal. Matrilinear will er nicht, okay. Ist unser Marschall, ach deswegen erst sowas blöd. Ja gut, wenn der nicht Marschall wäre, dann Okay, müssen wir uns vielleicht im Reich mal kurz umschauen. Nee. Funktioniert nicht. Brandenburg vielleicht? Die Ecke? Können wir da was holen? Das Befehl ist aber von Brandenburg. Nee, der ist auch schon vergeben. Der ist 0 Jahre alt, alles klar. Ja, vergiss es. Okay, dann wird halt momentan nicht geheiratet. Dann ist mir das jetzt auch egal. Vielleicht ergibt sich ja noch was. Gell, wir machen da mal weiter und hoffen, dass der Kaiser vielleicht doch auf dem Felde... Jetzt kommt, springt da einer. Wollte gerade sagen, na gut, der Krieg ist durch. Schau mal hier, 100%, alles klar. Was Verlöbnis, wieso denn? Henrike von Andex. Unsere Tochter mit dem kleinen Bengel, ganz ehrlich... Ablehnen? Nein. Mit dem kleinen Scheißer hier. Mit dem Gotthard. Ach ja, der Ruf. Wer ist denn da? Der Gotthard. Moment, das ist der Herzog Manfred. Wenn wir ihn verloben, matrilinear mit unserer, sagt sie nö. Aha, das gebärfähige Alter ist überschritten. Aber Keirat hetzt sie, oder was? Ja, von wegen. Klar, mit 33, also da geht doch noch was. Hallo? Das ist doch kein Alter. Ich bin entsetzt. Ah, verdammt, wir brauchen so einen neuen Hofspitzel-Gedöns. Okay. Also, jetzt holen wir mal. Jetzt schauen wir erst einmal. Wir wollen unsere Religion, unsere Kultur würde zu uns kommen. Geschlecht, männlich bitte. So, was haben wir da im Angebot? Ja, das ist doch nicht schlecht. Was hat der? Der hat einen Anspruch auf Ingelheim. Aha. Der ist neidisch, das ist nicht gut. Der ist schüchtern, das ist auch nicht gerade besser. So, was mit dem hier? 38. Ränke Schmieder, Zwilling, fett, zynisch, bescheiden, gesellig, gütig, hinterlistig, paranoid, gute Kombination alles. Hat den Anspruch auf Ebenstein? Das ist gut. Das ist gut, ein starker Anspruch sogar. Ah, der ist aber schon verheiratet, na egal. Na, komm zu uns, Burle, komm zu uns. Du wirst bei uns ein Geheimdienstbeauftragter. So. Okay, was ist jetzt damit was? Was gehört jetzt dazu? Und der Trottel von der Steiermark hat es bekommen. Ja, was? Bin entsetzt. Versuchter Kindsmord, was? Echt, habe ich da was versucht? Kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Das muss meinem Wahnsinn geschuldet sein. Das weiß ich doch nicht mehr, was ich vorhin gemacht habe. Also bitte. Oder vor ein paar Folgen. Besser gesagt. Sowas Blödes. Naja. Der ist noch gar nicht bei uns, gell? Jetzt ist er da, okay. Ich wollte es gerade sagen. Da ist er. Glückwunsch. So. Du hast Ansprüche. Naja, du stehst aber nicht hoch, ne? Du stehst ziemlich weit hinten. In der Erblinie. Die kann ich ja nicht alle umbringen lassen. Das ist ja Wahnsinn, oder? Na, ja, das kann ich nicht machen. Wer regiert denn da gerade? Ja, der ist noch bei bester Gesundheit, glaube ich. Nee, da wollen wir keine Chance haben. Da irgendwie ranzukommen. So, und was ist das andere, bitte? Das hier? Ebenstein. Ja, das ist auch ganz am Schluss. Na, servus. Okay, also, ja, wir haben uns jemand geholt, der
Vielleicht mit ganz, ganz, ganz viel Glück was abstauben kann, aber ich glaube eher nicht. Weißt du was? Ins Exil mit dir. Genau. Du darfst den Katalon hier besuchen. Ganz einfach, so ist es. Und der Kaiser ist nicht umgefallen, das ärgert mich schon wieder, verdammt. Mensch, 68. Na gut, wir sind 66. Komm, wir müssen doch jetzt, also bitte. Leute, das kann doch nicht sein. Oh, wir haben den Herrschaftsanspruch, danke. Jetzt? Wie viele Jahrzehnte hat er gebraucht? Hm? Wie viele Jahrzehnte hat er jetzt gebraucht für den Blödsinn? Da unten ist es. Ja, Angriff. Sofort. Sofort angreifen. Angriff. Achso, Moment, geht nicht. Da muss ich hier hin. Angriff. Mainz. Was ist das? Achso, ja, Mainz, bitte. Was? Der Böhmer wird mitmachen. Das ist ja lustig. Jo. Sofort senden. Sofort mitmachen. Da bin ich gespannt, ob er mitmacht. Falls ja, wäre das super. Natürlich macht er mit. Sehr gut. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ja, weil es jetzt eh wurscht ist, weil unser Kollege eh bald umfällt. Und das ist gerade egal, ne? Das ist der Ansehensmalus. Ist mir doch Wumpe. Da soll doch der seine Truppen verheizen. Da schaue ich ein bisschen zu, was der so macht. Das finde ich sehr lustig. Ah, kommen 3900 Mann. Ums Eck gewackelt. Oh. Hallo? Wo kommen denn so viele Leute her von dem? Das verstehe ich ja gar nicht. Okay, ich glaube, ich muss meine Truppen doch auspacken. Verdammt. Das habe ich wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt. Hm. Naja. Ach, der hat bestimmt Söldner angehört oder so. Ah, hier, schau mal. 9300 Söldner hat der Sack angeworben. Ja, sag ich, Moment. Das kann ich auch. Nein, das mache ich nicht. Bin ich wahnsinnig. Geld ausgeben. Moment. Das machen wir jetzt anders. Ausheben. So, ausheben. Ausheben. Warte mal, warum mache ich das so umständlich? Ne, passt schon. Ich muss es so umständlich machen, weil wenn ich hier Truppen aushebe, gehen die direkt in den Kampf. Ja. So, hier geht darüber. Der Kollege aus Kam wird auch ausgehoben. So, passt. Zusammenziehen, okay. Wir brauchen Befehlshaber. Ich habe keine, oder? Nee, doch. Ich muss doch gescheite Befehlshaber haben. So, 1, 2, wo ist der nächste? Sind die alle umgefallen, oder was? Sackelzement, jetzt muss ich wieder zum Streiten anfangen und zum Kämpfen. Sehr, sehr, sehr überlegt, Haubi. Naja, so. Da, Bügelmeister, jawohl. Und wo ist er? Da, der Wolfgang. Ab von Ingolstadt. Zack. Hurra, auf geht's in den Kampf. So, der ist am 15. da und ihr seid am... Jetzt kommt er auch mit. Herein hier. Warum ist hier? Achso, ich wollte gerade sagen, ich bin hier, glaube ich, ein bisschen zu schnell unterwegs. Oh, da unten gibt es auf die Mütze. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich muss doch die Truppen holen. Ich glaube, ich muss doch Söldner holen, ja. Boah, verdammt. Da habe ich ein bisschen spät reagiert, glaube ich. Ja. Mist. Okay, hilft nichts. Leute, wir brauchen Söldner. Ansonsten gehen wir hier böse baden. Ansonsten gehen wir hier und heute böse baden. Verdammt, das habe ich natürlich ein bisschen unterschätzt, dass der dann einfach mal hier so, ne, sagt, ja, ey. Holen wir uns halt ein paar Söldner und dübeln die weg, die Burschen. Na, so, nein, nicht kloppen. Verdammt, es wird gekloppt. Okay, wenn wir so rum machen, wird nicht gekloppt. So ist gut. Rückzug. Okay, so, dann. Militär, Söldner, jetzt pass auf. Also, wir haben ein kleines Geld. Heißt, wir könnten uns... Wie viel brauchen wir denn? Boah, das ist natürlich die volle Kapelle hier, gell? Ah, oh, okay. Geht's auch ein bisschen günstiger vielleicht? Schwierig, naja. Das wären 4000 Mann, 4600. Das ist zu dünn. Das ist zu dünn. 7000 Mann, die kosten mich...
Er muss sich fast zumachen. Boah, Bogenschützen. Russische Kompanie. Jawohl, anwerben. Zack, da stehen sie, die Burschen. Auf geht's. Die haben keine Moral, gell? Das ist schlecht, ja. Was muss ich jetzt auch zum Bashen anfangen? Na ja, gut, ich wollte einfach, gell? Einfach so, weil ich es kann. Weil ich schon lange nicht mehr gemacht habe, genau. Richtig. So, jetzt lässt der sich da unten wieder abschlachten? Ja, genau, super. Großartige Idee, großartig, echt. Tolle Show. Komm, jetzt hauen wir die Burschen da weg, bevor die da weiter dumm rumbelagern. Hinfort, was? Der Hans ist kaputt oder was? Oh je. Okay. Unser Cousin. Ach, das war unser Cousin. Nee, das war doch nicht unser Cousin. Das war der Schwager. Das heißt, die Europa ist jetzt wieder alleine. Ja? Die Europa. Ach, die ist jetzt da unten. Schau an, wieso denn? Wieso ist die da unten? Ist die doof? Nix. Du kommst wieder zu uns? Will sie nicht. Okay. Ja, bisschen. Ja, Respekt. Sowas. Was hat der? Der hat einen starken Anspruch. Der ist noch bei uns, gell? Ja, okay. Ach, das ist Königreich Böhme. Gibt's gar nicht mehr, oder was? Der hat es geerbt. Ah, ja, okay. Natürlich, es ist wieder zurück. Also das Königreich Böhmen gibt es nicht mehr. Momentan. Oder gibt es schon, aber das ist in Personalunion geführt. Zwei Königreiche. So, jetzt bash, bash, bash. Komm weg mit den Burschen. Haut sie weg. Die haben mir nichts durchbelagert, gell? Nee, haben sie nicht. Okay. Die haben nichts durchbelagert. Hervorragend. Also, die hätten wir weggedübelt. Wir gehen nach Salzburg. Was ist jetzt? Einem Kind fehlt ein Vormund. Der Ernst von Andex. Von wo? Von wem bist du? Achso, vom Lothar. Ja, mei, du, ich würde sagen, hey, na, das macht die Henrike, genau, die hat ja Zeit. Schließlich, die hat ja Zeit. So. Jetzt müssen wir alles selber machen, das wird lustig. Also dann, Gedübel. Genau, gegen die 9000 Mann. Hat der keine Befehlshaber oder was? Oh, da, oh, da, oh, da kriege ich aber sauber auf die Mütze, ja, Sabolot. Was ist das jetzt? Nein, ich will nicht Commander werden, geh weg. Wieso habe ich jetzt so auf die Mütze gekriegt? Sind die Söldner abgehauen, oder was? Verstehe ich nicht. Was, auf dem Markt, arme Bettler, eine Schale voller Münzen, aha. Schluss mit der Wohltätigkeit. Ich werde gestresst, nein. Nein, dann wäre ich lieber nicht wohltätig. Verdammt, wieso habe ich jetzt so auf die Mütze gekriegt? Das ist ja akut unlustig. Hm, okay. Sehr unschön. Sehr unschön, jetzt Moment. Muss ich nochmal nach Landeck. Landeck. Landeck, nicht Landeck. Genau, geht wieder los. Geht wieder los. Okay, jetzt pass auf. Militär. Truppen weg. So, neue Truppen ausheben. 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 Augsburg ausheben. Genau, so, dann brauchen wir von euch leider auch die... Wir gehen hier hoch. Ich schmeiß alles zusammen, was soll ich sonst machen, gell? Hilft ja nichts. 7000 Mann. Oh Leute. Ey, wir kriegen so auf die Mütze. Alle Mann raus. Alle Mann hier rein. Das wird unser finaler Untergang. Ich sehe es kommen. Wir kriegen richtig auf die Mütze, Leute. Naja, wir kriegen voll auf uns. Entschuldigung. Ne? Wir kriegen absolute Breitseite. Ja, ich habe keine Chance gegen die Burschen. Bitter. Okay, weißt du was? Ich
Waisenfrieden? Nein, okay, ich kapituliere. Ich zahle Geld, verliere 150 Prestige, das hat keinen Sinn. Bringt nichts. Die machen mich kaputt. Tja. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Also dann. Truppen weg. Das war eine teure Lektion. Boah. Aber warum habe ich das so verloren? Warum habe ich das so verloren? Ja, ich muss die Söldner loswerden irgendwie. Oder sind die schon weg? Entlasten hier, zack, weg damit. Okay. Ja, habe ich auf den Sack gekriegt, aber ordentlich so. Und jetzt bin ich auch noch krank. Klar, super. Der Gerhard ist nicht mehr Marshall. Mhm. Klasse. Ja, dann nehmen wir den hier, den Heinrich, ne? Der macht Militärforschung. Jetzt müssen wir erst mal schauen, dass wir die Kohle wieder an den Start bringen. Okay, wir sind wieder gesund, Gott sei Dank. Was ein böses Abenteuer. Hier. Was haben wir da bloß auf die Mütze gekriegt, Mensch? Ah, der Kollege ist verstümmelt, oder? Nee, gebrechlich ist er. Die haben uns ja sauber weggefräst. Der ist verstümmelt. Also das fand ich jetzt schon heftig, dass wir das so auf die Mütze gekriegt haben. Aber gut, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hatten die bessere Anführer. Könnte ich mir vorstellen. Mein Geldsack ist leer, ja, ich weiß. Wir bitten den Kollege von Stams um ein kleines Geld. 250, komm. Was? Tja, aber auf, für den, ne? Für den Joel, da ist uns doch alles nicht zu viel. Oh, wir kriegen Technologie, sehr gut. Was ist das hier? Zur Verschwörung? Nein, will ich nicht. So, komm, wir lassen den Gebhard mal frei, oder? Wobei, der mag mich nicht. Nö, da lasse ich, lasse den schmoren. Der soll verrotten. So, kann ich ihn hinrichten? Darf ich nicht, gell? Nee, darf ich nicht. Bin ich grausam. Nö, okay, dann nicht. Aber es war ein Rebell, gell? Es war ein Rebell. Gesetze kann ich auch nicht ändern. Nö, habe ich schon gemacht, genau. Ach, wir sind gar nicht mehr hier, oder was? Ja. Warum? Sowas. Kaiser Amadeus, Hans von Brandenburg und Kojata von Böhmen. Also momentan würden wir gar nicht. Aber der fällt ja eh nicht um, der Sack. Ne? Der fällt ja eh nicht um. Unser schöner Plan ist dahin. Hat nicht funktioniert. Hm. Du fährst das Geld weg. Naja, wieder was gelernt. So, der Graf Adolf von Passau ist nun volljährig. Ein geiziger Kaufmann. Jawohl, ist sehr gut. Kommt ganz nach dem Papa. Wunderbar. Wunderbar, aber nur zwei. Nur Stufe 2? Das ist bitter. Das ist bitter. Steuermodifikator, na plus 2, na gut. Na da. Oh ne, der Papa hat sogar bloß ein Kit, Sapperlot. Na gut, also hat er sich verbessert. Alter, der Opa meine ich natürlich. Der Opa. Genau. Ja, ja, passt schon. Hätte es schlimmer kommen können, ne? Das Besessen, das muss noch weg. Das Besessen muss noch weg und dann. Ist das okay? So, was? Reichsrömischer Krieg? Aha. Na dann. Kann uns erstmal wurscht sein. Wir müssen unsere Kohle wieder an den Start bringen, ne? Wir müssen erstmal wieder Geld farmen. Wie sieht's mit einer Sonderabgabe aus, Leute? Der Bischof von Trient, aha. Moment mal. Ehrentitel verleihen, du wirst Regent. Genau, gib 10 Punkte. Dann mag er uns, dann bezahlt er wieder Geld. Okay. Der hat auch ein kleines Problem mit uns offenbar. Ja, das ist das mit dem weiblichen Nachfolger, ne? Diese 10 Punkte, die tun halt weh.
Ehrentitel verleihen, du wirst Großalmosenier, so zack, du kriegst auch gleich hier plus 5, jawohl, passt. Da kommen wir nicht hin mit plus 5, da müssten wir bestechen. Ach, shit. Okay, da können wir unseren Kollege vorbeischicken, dass der hier den Klerus beeinflusst. Dass der hoffentlich da gut Wetter macht, so, und der andere Trottel. Unser Kanzler. Der hier, der könnte Beziehungen verbessern. In Freising. Oder? Wo brauchen wir es? Ja, in Freising war es, genau. Okay, also. Beziehungen verbessern in Freising, bitte. Mann, Mann. Leute, wir brauchen Geld. War vielleicht echt optimistisch, ne? Jawohl, sehr gut. Wir haben den Kollege von Stams erfolgreich bekehrt. Das ist doch super. Da, schon bezahlter Geld. Was haben wir noch? Augsburg brauchen wir. Ach, du bist jetzt wieder hier ja, gesperrt, ne? Bis 17. Juni. Ah, der Kollege war auch gut, der Otto. Jawohl. Sehr gut. Neuer Papst am Start. Macht nix. Der Freisinger Kollege bezahlt auch wieder Geld. Es geht aufwärts. 16, jawohl. Läuft, okay. Tja. Bis die Truppen wieder aufgefüllt sind, dauert auch eine Kleinigkeit. Fähige Taktiker. Der Manigold. 13er, naja. Aha. Was zum Ritterorden schicken? Nein, du wirst Kommandant bei uns. Zack, Glückwunsch. Mit 13, das passt, gell, ist er zufrieden. Aber mich ärgert's. Ja, ja, es ist schön, dass er schon wieder hier den Kollegen überredet hat. Mich ärgert's, dass das mit dem Kaiser nicht funktioniert hat. Der Plan war so gut. Dann hat's nicht geklappt. Herzog Kojata von Böhmen. Tja. Herzog Kojata von Böhmen, also Moment. Herzog von Böhmen, genau der ist es. Wieso magst du mich nicht? Bist du doof oder was? Ist doch alles gut? Verschwörung zur Ermordung, nein, das dürfte nicht helfen. Heirat engagieren, könnte auch nicht helfen. Wie schaffen wir das bloß? Hans von Brandenburg. Schauen wir uns den Brandenburger mal an. Plus 19. Ja, ich habe momentan keine Chance, weil ich einfach keine Kohle habe. Ich kann nicht bestechen. Das wäre so der einzige Weg. Denke ich momentan irgendwie aus der Nummer rauszukommen, aber es klappt nicht. Na gut, wie es weitergeht, liebe Freunde, werden wir in der nächsten Folge sehen von Crusader Kings 2. Ich sage danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es weitergeht beim nächsten Mal. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.